Wussten Sie schon, dass der erste und älteste Tresor der Kärntner Sparkasse auch heute noch existiert und auch aufgrund seiner 180 Jahre noch in wirklich gut erhaltenem Zustand ist? Wussten Sie aber auch, dass er hier seinen Platz gefunden hat in der Volksküche in Klagenfurt? Der Tresor wurde im Jahr 1835 für die ersten Einlagen unserer Kunden der damals kärntnerischen Sparkasse verwendet. Herr Magister Mautner, können Sie uns kurz erklären und erzählen, wie dieser Tresor den Weg in die Volksküche gefunden hat? Ja, wir wissen, dass der Tresor früher einmal im alten Rathaus am alten Platz gestanden hat, wo ja auch die Sparkasse selbst ihren Hauptsitz gehabt hat. Und 1918, mit dem Ende der Monarchie, ist der Safe in das neue Rathaus übersiedelt und noch einmal 10 Jahre später, 1928, in diese Räumlichkeiten, weil 1928 die Volksküche Klagenfurt gegründet wurde und hier ihren Platz gefunden hat. Und seitdem dient er oder hat gedient viele, viele Jahrzehnte zur Sicherung der Einnahmen des Tagesgeschäftes der Volksküche. Seit 2006 ist er leer, da ist nichts mehr drin, weil es da einen Einbruch gegeben hat und seitdem die Gelder auf einem Konto, ich vermute bei der Sparkasse, ihren Platz gefunden haben. Dankeschön, Herr Magister Mautner. Wenn auch Sie solche Schätze kennen, melden Sie sich bitte beim Werteteam der Kärntner Sparkasse.